Wir leben in einer Zeit von Supermärkten und Discountern. Bei vielen von ihnen ist die Jahreszeit anhand des Angebots nicht mehr zu erkennen. Zudem ist die Kuh bekanntlich lila, das Schnitzel vakuumverpackt. Tomaten wachsen auf Steinen unter Plastikplanen. Natur verkehrt und so fern. Aber nicht überall. Keine 20 Kilometer von Köln am Rande des Bergischen Landes verläuft eine Schnittstelle zwischen Großstadt und Natur, Konsument und Hersteller. Auf einem Bergrücken bei Loma liegt das Bauerngut Schiefelbusch. Die Familie Trimborn pflegt seit über 25 Jahren die Direktvermarktung. Unser Betrieb ist breit aufgestellt, wir haben ein großes Angebot. Der Betrieb ist von der Fläche 110 Hektar groß. Wir sind eigentlich von der Ausrichtung sehr stark auf die Direktvermarktung ausgerichtet. Wir haben einmal die Milchkühe, dann die Kälber. Und ein Teil wird zur Mast gezüchtet, ein Teil zur Weiterzucht. Wir bauen an Silomais, Getreide, Winterweizen, Wintergerste, Hafer. Dann haben wir Sonderkulturen Spargel, Erdbeeren, Kartoffeln, Blumenfelder zum Sauberpflücken. Dann haben wir die schwäbisch-hallischen Schweine, dazu noch die Geflügelarten. Bei unserem Hof haben wir die Freilandgänse, die Hühner, die Enten, die Puten und Kaninchen. Das haben wir alles ausgerichtet eben auf die Vermarktung. Wir haben einen Hofladen hier auf dem Hof, wir haben ein Café hier, das wir betreiben. Wir haben auch noch Ferienwohnungen hier auf dem Betrieb, also 4 Ferienwohnungen, die wir haben. Und das ist alles eben ausgerichtet für die Vermarktung, bis auf die Milch, die wir an Genossenschaft abgeben, den größten Teil, geht der andere Teil eben alles in die Vermarktung hier am Betrieb. Warum also kommt der Kunde zum Bauern? Was macht den Reiz eines Direktvermarkters wie Schiefelbusch aus? Und was bietet er Besonderes? Die Gänse zum Beispiel. Heute früh sind rund 1000 Küken aus Niedersachsen eingetroffen. Aufpassen, das haben die nicht gern. Albert Trimborn überprüft, ob sie die Reise gut überstanden haben. Zudem gewöhnt er sie mit lauter Stimme an sich. Konrad Lorenz lässt grüßen. Auch eine gute Gelegenheit, den Azubi in die Geheimnisse der Gänseaufzucht einzuweihen. Ist der ganze Verdauungstrakt und der Eisack. Der fachgerechte und verantwortungsbewusste Umgang mit den Tieren gehört zur Philosophie von Schiefelbusch. Tierkomfort und Nachhaltigkeit sorgen letztendlich für gute Produkte. Die Tiere haben normal einen sehr geringen Anspruch an ihren Stall oder überhaupt an die Haltungsform. Sie brauchen jetzt nur eben die ersten 3-4 Wochen, bis sie anfangen, Federn zu bekommen. Brauchen sie gute Temperatur, sonst ist dieser Stall hier eigentlich nur im Sommer für da, um die nachts reinzuholen, damit sie nachts nicht vom Fuchs auf der Weide angegriffen werden. Was auch noch nicht mal so schlimm wäre, der wird vielleicht ein oder zwei reißen und töten. Aber er würde die Tiere in Panik versetzen, die gehen dann in eine Ecke rein und drücken sich. Aber dann gäbe es eher mehr Verlust durch Drücken. Zum Gesamtkonzept gehört auch die qualifizierte Aus- und Fortbildung der 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Egal ob Azubi oder Servicekraft im Café. All dies muss natürlich koordiniert und geplant werden. Ein Grundsatz auf Schiefelbusch lautet: Doppelte Planung ist halbe Ausführungszeit. Deshalb planen die Trimborns ihr Jahr detailliert durch. Das Bauerngut 2012 steht im Mittelpunkt. Darum gruppieren sich Verbesserung der Kommunikation, Platzierung der Werbung, Cut-Zertifizierung der Hühnerhaltung, Einrichtung einer Käseecke, Klassifizierung des Cafés oder Arbeitserleichterungen bei der Eierabpackung, um nur einige Beispiele zu nennen. Im Laufe des Jahres überprüfen die Trimborns kontinuierlich, ob die vereinbarten Ziele erreicht worden sind. Ein ganz wichtiger Arbeitsplatz ist das Büro und das muss genauso den technischen Fortschritt mitmachen wie draußen. Wenn eine neue Maschine am Markt ist, dann sagen wir, die müssen wir haben. Und ich sage, wenn wir ein neues Gerät haben hier oder Technik im Büro, müssen wir das auch haben. Ne? Denn das bringt Zeitersparnis. Wir haben die Möglichkeit, unseren E-Mail-Verkehr auch, was für mich sehr wichtig ist, auch draußen über sogenannte Smartphones zu bekommen. Ich brauche also jetzt morgens, wenn ich Büro mache,
hier nicht zu warten, bis Antworten kommen, sondern die kriege ich dann im Laufe des Tages, wenn jetzt irgendwelche Behörden angefragt sind oder sonst die Firmen, kriege ich Angebote auch bei mir dann auf dem Traktor oder draußen im Betrieb. Diese Vernetzung ist auch für die vier Kinder der Trimborns wichtig. Alexandra, von Beruf Lehrerin, hilft bei Bedarf auf dem Hof. Alexandra, ich habe das schon mal online, aber mir fehlen noch ein paar Daten. Kannst du es mal angucken? Ich habe dir mal den Link geschickt. Ich habe es jetzt so gemacht wie im letzten Jahr, aber ich brauche... Ihre Schwester Caroline in Ghana ist wegen schlechter Netzverbindungen momentan nicht erreichbar. Nun bespricht sie mit ihrem Bruder Simon, der in Hongkong studiert, den neuesten Newsletter des Hofes. So sind alle Kinder mit eingebunden in den Familienbetrieb. Wenn du mir dann sagst, wie viel die Angaben gibst, ja, schickst mir eben eine E-Mail, und dann kann ich die einarbeiten und das dann den Newsletter losschicken. Ja, also das musst du auf jeden Fall machen, Gänse, ne? Die Personenanzahl ein bisschen flexibler. Und ja. Das wird ja, aber dann, wir hatten letztes Mal Gänse, Enten, Puten, Kaninchen, Rind, Kalb, Lamm und Wild, alles auf der Liste. Ja, aber Wild musst du, da können wir ja gar nicht so viel sagen, wir wissen ja noch gar nicht, was der Papa schießt. Die Weihnachtskarte könnt ja rein. Ah genau, die müsst ihr noch geschickt haben, dann tue ich noch die Weihnachtskarte rein. Ja, da muss ich aber auf Caroline noch warten, die designt die gerade noch. Hat irgendwie gerade kein Internet. Sie bringen ihre Fähigkeiten, die sie so während des Studiums erlangt haben, immer wieder hier mit ein. Also sei es, dass der Simon den Newsletter macht und eben für die Kundenbetreuung sorgt, dass er uns auf Facebook gut vertritt und so. Und meine Schwester, die hat eben auch viel Medienkultur, mit Medienkulturwissenschaften hat sie viel zu tun und macht da viel Marketing oder auch Werbung. Und die macht unsere ganze Werbung, zum Beispiel unsere ganzen Prospekte, unsere Plakate, die überall hängen, die macht sie. Sie designt sie und dann müssen wir sie nur noch zum Druck bringen und dann ist das auch schon erledigt. Also die bringen ihre Fähigkeiten mit ein, die man auch übers Internet machen kann. Also das ist wirklich, dass sie auf anderen Kontinenten sind, nicht weiter schwer, sie trotzdem mit einzubinden hier in den Betrieb. Ein wesentliches Standbein ist der Kartoffelanbau. Hauptsächlich angeboten die vorwiegend festkochende Sorte Zilena. Landwirtschaft bedeutet nicht nur Anbau und Viehhaltung, sondern immer mehr Technik. Kleinere Probleme löst Albert Trimborn direkt vor Ort auf dem Feld. So. Wir haben ja sehr hohe Energiekosten. Wenn wir den ganzen Tag gearbeitet haben, dann habe ich heute Abend, wenn alle Traktoren gelaufen sind, habe ich heute Abend 700-800 Euro für Sprit ausgegeben, also für Diesel. Davon habe ich dann ca. 300-400 Euro Mineralölsteuer bezahlt. Die hat jetzt mein französischer Kollege, er musste die nicht aufwenden. Oder jetzt belgische Kollegen, dass sie mit Riesentanks hier über die Grenze kommen und dann hier arbeiten. Das führt eben zu Verwerfung. Dieses grundsätzliche Problem der deutschen Landwirtschaft hat schon vor Jahren zu neuen bzw. veränderten Vermarktungskonzepten geführt. Nicht mehr der Absatz über den Großmarkt, sondern der Verkauf auf dem eigenen Hof ist in den Mittelpunkt gerückt. Die Kartoffeln sind zwar schon auf dem Feld vorsortiert, werden nun aber nochmals intensiv durchgesehen und dann für den Verkauf in 5-Kilo-Tüten abgepackt. Zu den Sonderkulturen auf Schiefelbusch zählen Erdbeeren und Spargel. Beides Produkte von starker jahreszeitlicher Abhängigkeit.
Wir sind sehr zufrieden. Das war ein gutes Jahr eigentlich für Erdbeeren. Jetzt muss man natürlich gucken, wir müssen sehen, dass wir Pflanzen gesund halten bis nächstes Jahr und eben, dass sie jetzt haben sehr starkes, dass sie sehr stark ranken, dass wir das zurückschneiden. Das ist auch eigentlich immer sehr viel Arbeit schon im Jahr voraus, um die Ernte gut so hinzubekommen wieder. An der B56 Richtung Much steht einer der drei ausgelagerten Verkaufsstände. Im Sortiment Erdbeeren und Spargel, Eier und Kartoffeln vom eigenen Hof sowie zusätzlich Gemüse von Partnerhöfen. Hier in Heide wird ja der Spargel direkt produziert und verkauft. Das heißt, man hat ganz kurze Transportwege, eigentlich keine, am Ort des Entstehens und dann direkt in die Tüte des Verbrauchers. Die Verkaufsstellen öffnen wir Mitte April, wenn der erste Spargel sprießt, und schließen den am Johannistag. Dann hört man auf, Spargel zu ernten, und dann schließen wir auch unsere Verkaufsstellen am Feld. Man nimmt ja diesen Johannistag deswegen, damit man noch genug Licht hat. Die Pflanze, die wächst ja dann weiter, das Blattgrün bildet sich von dem Spargelkraut. Und darum lässt man, egal wie viel man vorher geerntet hat, hat man diesen 24. Juni ist so ein Stichtag, wo man danach nicht mehr erntet. Die Saisonhelfer aus Polen stechen täglich zweimal das kostbare Gemüse. Ein geübter Spargelstecher schafft bis zu 100 Kilogramm pro Tag. Das ist für uns eine ganz wichtige Zeit. Aber natürlich auch Spargel ist ja nicht gerade ein sehr ganz preiswertes Produkt. Es hat für uns auch eine hohe wirtschaftliche Bedeutung, damit wir dann damit wieder dieses ganze Jahr investieren können. Ne? Das heißt, die Maschinen, die Pflanzen, die Mitarbeiter bezahlen und auch eventuell den Betrieb weiterentwickeln. Das heißt, auch für uns, diese 10 Wochen ist eine Herausforderung, das arbeitsmäßig zu schaffen, immer wieder die gute Ware zu haben, den Kunden zu motivieren durch Werbeaktionen. Wenn wir die hier gut bedienen und auch gut begleiten, das heißt, man Hofbroschüre mitgeben, im Gespräch feststellen und nochmal empfehlen, was sie an Besonderheiten haben, eventuell mal ein Bericht ist in der Zeitung, dann sehen wir, dass sie sich aufmachen und Schiefelbusch besuchen. Auf Schiefelbusch selbst befindet sich die zweite Sonderkultur, Erdbeeren. Das ist jetzt hier eine spezielle Anlage eben auf diesen Hochdämmen. Die machen wir, weil wir hier sehr viel Niederschlag haben und auch so keinen chemischen Pflanzenschutz betreiben müssen durch diese Folie. Aber dadurch können wir nicht mit Maschinen dran. Normal geht das auch mit Maschinen, das Entranken. Aber wie gesagt, hier diese kleine Anlage machen wir dann eben von Hand. Erdbeeren ranken sehr stark und bilden viele Ableger. Einige setzen die Helfer neu ein, die übrigen entfernen sie. Wenn wir jetzt hier ein Loch haben, dann tun wir hier eine Pflanze, hier, wo die alte Pflanze kaputt gegangen ist, hier tun wir die neue rein, dann kann die hier anwachsen. Alles weg, ne? Alles. Die Küken sind inzwischen zu Junggänsen herangewachsen, also im besten Pflegealter. Sie nutzen den Freilauf hinter den Wirtschaftsgebäuden. Unabhängig von der Ernteintensität sind sie also relativ pflegeleicht und fast Selbstläufer. Für sie gilt es noch nicht, aber der natürliche Lauf des Tierlebens. Am Ende steht der Schlachthof. Wir schlachten hier ungefähr jede Woche einmal Schweine, die nächste Woche wieder Rind. Das machen wir hier nicht im Betrieb, hier schlachten wir nur Geflügel im Betrieb. Jetzt Schweine, Rinder werden in einer Schlachtstätte, die Stadt ist hier ungefähr 8-10 Kilometer entfernt. Das Tier hat seine Umgebung, die kennt es von Anfang an. Jede Veränderung bei der Umgebung ist für das Tier ein gewisser Stress, oder man muss wissen, wie man damit umgeht. Hier ist es eben so, dass es eine vertraute Umgebung hat, ein vertrautes Personal, was sie auch eben dann zur Schlachtstätte bringt. Dort werden die geschlachtet. Dann soll das Fleisch reifen, also es hängt ab, wird dann dort zerlegt und kommt dann hier wieder zurück in den Laden, wird auch wieder zur Wurst oder sonst was verarbeitet. Auf dem Hof leben 60 Milchkühe und 140 Stück Rindvieh aus der Nachzucht.
Ja, es gibt immer dieses Wort, ein Tier plus X ist Massentierhaltung. Wir müssen aber sehen, was ist die Wirklichkeit. Eine vernünftige Haltung, eine gute Haltung bringt uns sehr große Vorteile. Das ist nicht nur, weil der Verbraucher das haben will, sondern es bringt auch für uns als Landwirt einen wirtschaftlichen Vorteil. Denn ein gesundes Tier hat keine Tierarztkosten, es ist von sich aus auch leistungsbereiter. Also ein Tier ist nur bereit, wenn es gut geht, am Tag 20 oder vielleicht auch 30 Liter Milch zu geben. Das kann man vergleichen mit einem Sportler. Wenn der sich nicht gut fühlt, dann ist er auch nicht in der Lage, einen Wettkampf zu machen oder eine Leistung abzurufen. Und so ist es auch bei Tieren. Da gibt es heute diese Worte von Tierkomfort oder Kuhkomfort. Das heißt, eine Kuh sollte einen möglichst komfortablen Stall haben. Das heißt, mit einem Außenklimareiz, hohe Luftraten in dem Stall, ein sehr angenehmes Liegebereich. Und das ist bei uns in unseren Produktionstechniken eingeflossen. Die Verbraucher wissen diese Einstellung zu schätzen und können sie auf dem Hof nachvollziehen. Sohn Andreas ist studierter Agraringenieur. Er wird eines Tages den Hof übernehmen und im Sinne der Direktvermarktung weiterführen. Seine Ansichten zu Massenproduktion und Nachhaltigkeit? Wenn man mal genau darauf achtet, wo die herkommen, wie viele Kilometer die hin und her gefahren sind und trotzdem noch billiger sind, und das ist halt leider nicht nachhaltig, aber das konsumieren sie, das nehmen wir im Moment so hin. Wenn wir uns da mal ein bisschen Gedanken drüber machen, wenn wir dann also Produkte aus der Region halt konsumieren, dann hat das erst den Vorteil, dass das Geld in der Region bleibt, hier Arbeitsplätze schafft und es ist nachhaltig. Und darüber, wenn wir uns ein bisschen mehr Gedanken darüber machen, denke ich, hat auf jeden Fall die Direktvermarktung vor Ort immer eine Zukunft. Milch darf den Hof nur in flüssigem Originalzustand verlassen. Und zwar ausschließlich Richtung Molkereigenossenschaft. Anders bei der Weiterverarbeitung. Das Käsemobil kommt auf den Hof. In dem Wagen bereiten Dagmar Busch und Thomas Homrickhausen nun Rohkäse aus Schiefelbuschmilch zu. Das Mobil beherbergt die gesamte für die Herstellung notwendige Technik und auch die Zutaten wie Starterkulturen, Lab und Gewürze. Hier hat man eine Möglichkeit, die Milch wirklich hier vor Ort zu verarbeiten, die auch mit den Leuten zusammenzuarbeiten, dass man sagt, wir machen hier einen Reiferaum. Der Käse wird hier weiter auch ausgearbeitet und wird dann direkt hier verkauft. Den Käse haben wir auch bis jetzt von unserer Milch verarbeiten lassen, aber dann weiter weg und dann nicht den direkten Bezug. Und so haben wir jetzt auch die Möglichkeit, zum Beispiel auch hier die Molke direkt hier wieder zu verarbeiten an unsere Schweine. Also wie gesagt, dann direkt einen noch engeren Bezug hier zu schaffen. Innovativ zu sein bedeutet, ständig nach neuen Produkten zu suchen und bereits Angebotene zu variieren und zu optimieren. Nur so hat Landwirtschaft auch zukünftig eine Chance. Die Menschen fragen auch sehr intensiv nach, woher die Lebensmittel kommen, wie sie produziert werden. Wenn wir uns diesen Themen stellen, also den Dingen, die die Bevölkerung an uns stellt, ob das jetzt Umweltschutz ist, ob das jetzt Energien sind, die wir gewinnen auf unseren Flächen oder eben Lebensmittel in der Form, wie der Verbraucher sie nachfragt, da sehen wir zuversichtlich nach vorne. Auf Schiefelbusch wird nicht nur mit Hilfe neuester Technik produziert. Man geht auch auf Verbraucherwünsche ein und bietet verschiedene Sorten Hofkäse an. Ja, es geht hier in der Gouda-Art, in verschiedenen Gewürzen. Und dann wollen wir uns auch an einen Bergkäse herantrauen. Also das ist ja auch ein würziger Käse, der auch so den Geschmack der Kunden trifft.
Bodenhaltung nennt man diese Form der Hühnerhaltung. Die frisch gelegten Eier werden verpackt und an privat geführte Supermärkte in der näheren Umgebung geliefert. Oder natürlich im hofeigenen Bauernladen angeboten. Ich fütter sehr viel Körnermais, um halt eine schöne gelbe Eifarbe hinzubekommen, dass wir da keine Chemie oder synthetischen Stoffe einsetzen müssen. Und die Eigrößen machen wir halt über die Energie im Futter. Dadurch, dass wir viele Körner, viel Weizen füttern, haben wir halt viel Energie, dadurch kriegen wir größere Eier. Aber die Eifarbe an sich können wir nicht beeinflussen, das ist genetisch verankert und das ist den Hühnern so schon in die Wiege gelegt, welche Farbe sie legen. Der Bauernladen wurde 1985 als einer der ersten seiner Art in der Region eröffnet. Die 200 Produkte stammen aus eigener Herstellung oder von Partnerbetrieben mit Herkunftsgarantie. Regionale Produkte direkt vom Erzeuger gehören zu den Angeboten, denen viele Verbraucher Vertrauen entgegenbringen. Mit dem Einkauf im Hofladen oder auf dem lokalen Wochenmarkt möchten immer mehr Familien ihrer Forderung nach nachhaltiger Lebensmittelproduktion Ausdruck verleihen. Dafür nehmen sie ein Preisniveau in Kauf, das im gehobenen Segment des Lebensmitteleinzelhandels liegt. So auch Marion Gall aus Lindlar. Seit mehreren Jahren kommt sie einmal wöchentlich in den Bauernladen. Wir sind eine Familie mit 7 Personen. Und achten sehr darauf, dass wenigstens ein bisschen getan wird, dass Geflügel, Rindfleisch doch aus einer Produktion ist, die ökologisch ist. Die Tiere können wir uns angucken draußen und dann wissen wir auch, wie sie herkommen. Zu kaufen gibt es frische Ware oder auch Haltbarware wie selbstgemachte Marmeladen, Suppen und Eintöpfe, Gewürzmischungen, Pastasoßen oder Wurst im Glas. Natürlich die verschiedenen Käsesorten. Geflügel wie Hähnchen, Puten oder Gänse. Und jede Menge Fleisch bis hin zu Wild während der Jagdsaison. Jeder Betrieb hat einen anderen Käse. Man kennt aus Frankreich sehr viele Betriebe. Jeder Käse hat einen anderen Geschmack. Und da sehe ich einfach auch unseren großen Vorteil. Und Käse ist ja sowieso zurzeit so ein bisschen zum Ersatz zum Fleisch. Also ist sowieso ein Trend hin. Aber wir sind da sehr zufrieden. Im eigenen Reiferaum lagert der Käse bis zu 10 Wochen. Dann hat er den richtigen Reifegrad erreicht und kann den Kunden angeboten werden. Der Umgang mit den Kunden ist entspannt und familiär. Man kennt sich eben. Nicht alles kann man im Laden kaufen, so zum Beispiel die Blumen zum Selberschneiden. Auch hier gilt wieder, die Blumen wachsen zwar von alleine, die Felder jedoch müssen das Jahr über gepflegt werden. Okay.
Der Silomais findet als gehäckseltes Viehfutter Verwendung. Von Mitte Juli bis zur Ernte wird das Maisfeld jedoch zur Labyrinthattraktion. Der Bauernhof also im Spagat zwischen Anbau und Event für Kinder und Erwachsene. Albert Trimborn bereitet die einzelnen Stationen im Labyrinth vor. Drei, wunderbar. Im Spätherbst schlägt der ganz letzte Stündlein. Durch die Vorbestellungen aus dem Umland ist ein Großteil bereits verkauft. Unter anderem haben Kölner Gastronomen sich schon im Sommer die Freiläufer angesehen und entsprechend geordert. Das Angebot im Gutscafé ist, wen wundert's, saisonal bedingt. Was im Frühling bis zum Johannistag die Spargelkarte ist, kommt im Herbst als Martinsgans daher. Die Flügel, der Hals rein, dann etwas Gänseschmalz. Dann kommt dazu die Innereien. Das Herz ist hier, den Magen. Die geben wir zu den Möhrenporree, Sellerie, das passt, dass sie aromatisch sind, und den Fettabbau. So, dann gießen wir hier noch was Flüssigkeit zu. Das müsste eine perfekte Soße geben. So, ab in den Ofen. Ganz traditionell dann die Ganszubereitung. Küche wie bei Muttern. Das ist es schließlich, was die Gäste erwarten. Stimmen Erwartung und Realität überein, kann der Erfolg nicht ausbleiben. Dann schauen wir mal, was die Gans sagt. Oh, das sieht ja gut aus. Nach gut 3 Stunden ist die Gans fertig gebacken. Zeit für die Schenkelprobe. Dann können die Gäste kommen. Da freuen wir uns. Gebäck und Kuchen ebenfalls aus hofeigener Herstellung. Darauf freuen sich die Gäste bei den verschiedensten Veranstaltungen, wie hier beim Advent ob Kölsch. Das ganze Jahr über gibt es solche Events. Auch Geburtstage zum Beispiel kann man hier feiern. Zudem besuchen viele Fachleute aus den unterschiedlichsten Bereichen des Agrarmarketings Schiefelbusch. Wie hier eine Gruppe französischer Journalisten. Der Service reicht bis zur Übersetzung ins Deutsche. Das macht unter anderem deutlich, was die Trimborns unter einem öffentlichen Hof verstehen. Na, wenn man den Weg mal gegangen ist, diesen öffentlichen Hof, ne, also der Kunde kann ja bei uns im Betrieb eigentlich voll miterleben, dann ist man es gewohnt. Also für mich ist es jetzt kein großer Umstand jetzt, wenn Presse kommt oder Schulklassen kommen, wir sind darauf eingerichtet. Wir haben Mitarbeiter, die wir schulen lassen, es gibt eben spezielle Schulprogramme für Schulklassen, wo die Mitarbeiter mitmachen. Ich selber bin ja Ökotrophologin. Ich war ja in der Erwachsenenbildung, daher fällt mir es überhaupt nicht schwer. Und wir verhalten es einfach wichtig. Nicht zu übersehen. Die Trimborns sind gerne Gastgeber. Deshalb fühlen sich die Gäste hier auch wohl. Zum Angebot auf Schiefelbusch gehören 4 voll ausgestattete Ferienwohnungen. Die möglichst durchgängige Belegung fällt in den Zuständigkeitsbereich des Büros. Und zwar mit allen Konsequenzen. Die Anfragen der Ferienwohnungen erwartet, der eine Anfrage stellt, dass in 60 Minuten die Antwort kommt. Dass die Erwartungshaltung, dass wir dann draußen am Feld sind oder gerade im Einkaufen sind zum Beispiel oder irgendwo selber ein Seminar geben, das denkt keiner, ne?
Das ganzheitliche Konzept von Schiefelbusch dringt immer wieder durch. Ein Anliegen ist es, Kinder an die heutige Landwirtschaft heranzuführen. Insgesamt, denke ich, ist es ganz wichtig, dass ein Kind oder ein Jugendlicher erlebt, was wächst in meiner Umgebung, was ist meine Umgebung überhaupt. Ja? Und dann ergibt sich automatisch dann auch das Bild des Landwirts, denn was wächst jetzt am Feld, Getreide, welches Obst haben wir hier, wofür ist es, ja für die Tiere, was essen wir. Hauptattraktion für die Kinder ist der Streichelzoo. Der kleine Spielplatz mitten auf dem Hof dient als ergänzendes Angebot für die jüngsten Besucher. Zeit für ein Resümee. Was macht Region aus und wo sieht sich Schiefelbusch? Region ist da, wo mein Umfeld ist, sag ich mal Umfeld, sag ich mal Anfang des Bergischen Landes, aber auch städtemäßig, wir sind nach Köln-Bonn orientiert. Ich glaube, so der Spagat für mich so ein bisschen Stadt-Land. Ja, dieses Umfeld ist hier ganz spannend. Hier kommt es sehr dicht aneinander. Einmal die Natur, aber auch die Großstadt. Ja, wir haben fast in 17 Kilometer 1 Million Einwohner. Und das ist schon sehr nah dran. Und das ist für uns so die Herausforderung, die tägliche, dass wir hier bestehen können, unseren Hof, dass wir jetzt nicht überplant werden mit einer Straße, mit einem Golfplatz, mit Naturschutzgebiet, sondern dass wir noch aktiv Landwirtschaft machen können, hier vor den Toren von so einer Großstadt. Und was machen die Trimborns, wenn sie mal Freizeit haben? Ganz zeitgemäß steigen sie aufs E-Bike und radeln durch die Felder, die sie natürlich wie ihre Westentasche kennen. So schließen sie auf nachhaltige Weise die kleine Rundfahrt durch die Welt der Direktvermarktung.